Hysterie des Westens gegen und um Russland. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Die russischen Medien sind voll mit Zitaten westlicher Politiker und freiheitlich-demokratischer Medien, die alle Russland vorwerfen, einen Angriff auf die Ukraine vorzubereiten. Solidarisch fühlen sich auch die baltischen Staaten und Polen von Russland bedroht. Von einer Bedrohung der NATO durch Russland ganz zu schweigen. Für meine deutschsprachigen Zuschauer habe ich einige Artikel und Kommentare aus den russischen Medien des heutigen Tages herausgezogen. Beginnen wir die Presseschau mit einem Land, welches eigentlich weniger im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, zumindest in den russischen Medien. Dieses Land macht hin und wieder auf sich aufmerksam, wenn es darum geht, unbekannte, unter Wasser schwimmende Objekte entdeckt zu haben und natürlich sofort weiß, dass es sich um russische U-Boote handelt. Nun glaubt Schweden, um dieses Land geht es, dass sich Russland über ihren schwedischen Verteidigungsminister lustig macht. Dieser hatte mitgeteilt, dass Schweden bereit ist, Militäreinheiten zur Unterstützung der bedrohten Ukraine dorthin zu verlegen. Das russische Außenministerium hatte auf diese Mitteilung über Facebook geantwortet, dass der schwedische Verteidigungsminister nicht der erste Feldherr ist, der Russland mit seiner heldenhaften schwedischen Armee erschrecken will. Anscheinend habe man in Stockholm nicht die richtigen Schlussfolgerungen aus den Schlachten und Kriegen gezogen, die Schweden gegen Russland geführt und verloren hat. Natürlich hat sich auch der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine zu Wort gemeldet und der Weltöffentlichkeit mitgeteilt, dass er mit vielen westlichen Politikern Gespräche geführt habe. Alle haben Verständnis gezeigt und versprochen, im Falle der Fälle zu helfen. Allerdings, so der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, bleibt nach wie vor eine wichtige Frage offen. Will Putin angreifen und wenn ja, wann? Man weiß also gar nicht, ob Putin angreifen will, versetzt aber den Rest der Welt in Hysterie. Besonders gefreut haben wird die Ukrainer, dass die USA bereit sind, 80.000 Kilogramm Munition im Wert von 60 Millionen Dollar zu liefern. Warum man diese humanitäre Hilfe für die anscheinend notleidende ukrainische Armee in Kilogramm und nicht, wie eigentlich üblich, in Tonnen berechnet hat, ist wohl nur dem Umstand der Effekthascherei für weniger aufmerksame Leser und Zuschauer geschuldet. Mit Eintreffen dieser Lieferung in der Ukraine schulden die Ukraine der USA seit 2014 2,5 Milliarden US-Dollar für die Lieferung von militärischen Ausrüstungsgütern. Auch Großbritannien möchte vom ukrainischen Kuchen ein Stück abhaben und hat mit Kiew Gespräche über die Lieferung von militärischen Ausrüstungsgegenständen, natürlich gegen Bezahlung, aufgenommen. Es geht um Raketen verschiedener Kategorien und Einsatzmöglichkeiten. Der Chef des Hauptstabes für Aufklärung des ukrainischen Verteidigungsministeriums scheint zum lieben Gott, der ja bekanntlich für das Wetter auf der Welt zuständig ist, beste Kontakte zu haben. Während amerikanische Aufklärungsdienste informiert hatten, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine im Zusammenhang mit dem Wetter steht und mit Abnahme der Temperaturen die Wahrscheinlichkeit eines russischen Angriffs zunimmt, weiß der Chefaufklärer der ukrainischen Armee, dass die Temperaturen im Januar und Februar wohl besonders angriffslustig sind. Denn für diesen Zeitraum hat er den Angriff der russischen Armee auf sein Land vorhergesagt. Als Beweis führt er an, dass an der Grenze bereits 92.000 russische Soldaten stationiert sind, die allerdings bis vor wenigen Stunden noch niemand in der Ukraine gesehen hatte. Die ukrainische Aufklärung hat auch bemerkt, dass die Republiken Donetsk und Lugansk eine Verstärkung ihrer Militärpräsenz vorgenommen haben. Allerdings
So betonte die ukrainische Armeeaufklärung, handelt es sich um russische Truppen auf dem zeitweilig okkupierten Gebiet der Ukraine, die verstärkt worden sind. In den beiden Republiken Lugansk und Donetsk sollen seit 22. November Stabsübungen stattfinden. Hierzu wurden Kräfte aus der Mobilmachungsreserve hinzugezogen. Die Übungsaktivität soll unter Führung der 8. Allgemeinen Armee des Militärbezirks Süd Russlands stattfinden, sagt die ukrainische Militäraufklärung. Bekannt wurde ebenfalls, in welchem Land die USA mit hoher Wahrscheinlichkeit die Atombewaffnung stationieren wollen, die sich jetzt noch in Deutschland befindet und wo Informationen kursieren, dass diese abgezogen werden soll oder muss. Es stellt sicherlich für niemanden eine Überraschung dar, dass Polen die Atombewaffnung aufnehmen soll. Es stellte sich heraus, dass für eine Stationierung dieser Atombewaffnung nur Länder in Frage kommen, wo der größte Teil der Bevölkerung russophob eingestellt ist und die Stationierung somit als vermeintlichen Garant für die Sicherheit des Landes sieht. Dass diese US-Atombewaffnung eben genau zum bevorzugten Ziel für russische Gegenschläge wird, wird wohl der Bevölkerung nicht mitgeteilt. Sollte also die US-Atombewaffnung aus Deutschland abgezogen werden, so kann die deutsche Bevölkerung aufatmen. Denn es werden ein paar weniger russische Raketen auf deutsche Ziele ausgerichtet sein. Russische Medien informieren ebenfalls, dass die Umlagerung der amerikanischen Atombewaffnung für die neuen Länder, die diese aufnehmen, nicht kostenlos ist. Diese Länder haben die notwendige Infrastruktur auf ihre Kosten zu bauen. Und sie haben auch die Sicherheit dieser Lagerobjekte zu gewährleisten. Polen bietet für alle diese Prämissen die besten Voraussetzungen, sodass der vermutliche neue Stationierungsort klar ist. Alle anderen Länder haben nicht die idealen Voraussetzungen wie in Polen. Da wir gerade beim Geld sind, möchte ich gleich noch eine Information zur europäischen Inflation nachreichen. Vermutlich auch eine Art der Kriegsführung. Die Inflation in der Europäischen Union ist in diesem Jahr überproportional gestiegen. Und man sucht dafür nach Ursachen und Schuldige. Einen Schuldigen hat Polen bereits gefunden. Logisch, dass an der europäischen Inflation Russland schuld ist. Wer sonst? Der polnische Premierminister kommentierte, dass Russland seine Energiepolitik so gestaltet habe, dass in Europa die Inflation überproportional wächst. Und auch die Gasleitung Nord Stream 2 ist schuld an der Inflation in Westeuropa, die wohl in diesem Jahr 4,1% erstmals seit 2008 erreichen wird. Natürlich hat sich auch der Kreml zu Wort gemeldet und lakonisch erklärt, dass Russland keine aggressiven Pläne gegen die Ukraine schmiedet. Allerdings informierte er, dass Informationen vorliegen, dass die Ukraine aggressive Handlungen gegen den Donbass plane. Zitat: Das ist noch die Frage, wer wen angreifen will. Russland die Ukraine oder die Ukraine Russland? Amerikanische und ukrainische Medien bestätigen, dass Russland eine Aggression gegen die Ukraine vorbereite. Aber wir bestätigen, dass die Ukraine aggressive Handlungen gegen den Donbass plant. Das sind Nuancen, die man beachten sollte. So Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten. Und der russische Verteidigungsminister Shoigu hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet und informiert, dass die USA vor kurzem einen Atomschlag gegen Russland mit 10 strategischen Bombern zeitgleich trainiert haben. Trainiert wurde ein Angriff aus westlicher und aus östlicher Richtung. Zeitgleich. Man habe eine große Intensität von Flügen der US-Luftwaffe in unmittelbarer Nähe zur russischen Grenze festgestellt. Wesentlich mehr als noch im vergangenen Jahr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.